Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP hintendran und wir fahren fort mit Let's Play Gravity Rush 2. Beim letzten Mal haben wir den dritten Vogel besiegt und... Oh, Edelsteine. Nicht jetzt. Und dann haben wir noch hier den Taxi-Service gespielt. Brücke ins Morgen. Wollen wir mal gucken, was hier auf uns wartet. Letzte Zeitgäste und dann geht's ab zur Hauptqueste. Lisa und die anderen bereiten gerade bestimmt alles für die Stadtversammlung vor. Aber es ist seltsam, all diese Menschen in Havina versammelt zu sehen. Wir können die Stadt nicht den Rebellen in die Hände fallen lassen. Seid ihr bereit? Ja, Sir. Sie werden uns nicht kommen sehen, Sir. Wenn wir sie überrumpeln und Lisa und die anderen Anführer gefangen nehmen, werden wir diese Rebellion im Keim ersticken. Die versuchen, die Stadt neu aufzubauen. Diese Kerle hier rüsten sich zum Krieg. Was haben sie vor? Du bist das. Super. Wo sind die jetzt hin? Hilfe! Halt das dein Commander nicht zurück! Ich kann ihn nicht so zurücklassen. Besiege die Skarabäen. Ja, ihr wollt auf mich schießen. Das ist schön für euch. Aber ich kann das leider nicht zulassen. Aua. Unsere Lebensleiste ist so schön groß. Es ist wunderbar. Na du? Eins. Zwei. Und kaputt. Noch ein paar Mal auf dein Auge treten. Ein bisschen nach oben fallen. Und von oben nochmal runterwäschen. So. Wo sind die jetzt hin? In die Ladezeit, da sind sie hin. Oh, mit dieser fantastischen Musik. Sehen Sie doch nur all diese Menschen. Das ist Insubordination. Dafür ziehe ich hier in die Ohren lang. Wir müssen evakuieren, bevor mehr Skarabäen kommen. Die blaue Maske, du bist einer von denen. Hilfe, so hilft mir doch jemand. Commander, bitte. Es lohnt sich für Sie, wenn Sie uns zuerst in Sicherheit bringen. Gnädige Frau. Moment, was ist mit uns anderen? Ruhe, Rebellenabschaum. In so einem Augenblick haben wir keine Zeit zu kämpfen. Du bist doch nicht auf seiner Seite, oder? Du hast dich kein bisschen geändert. Ich bin auf niemandes Seite. Ich versuche nur, alle zu evakuieren. Siehst du das? Damit werden wir entkommen. Wenn die Leute zu diesem Boot schaffen. Ich halte die Skarabäen auf. Bring du alle in Sicherheit. Alles klar, dann los. Warum Vertrau Angststufe? Was? Oh, nö. Bürger evakuieren. Besiege die Navy, die den Weg versperrt, damit die Leute vorbei können. Sorge dafür, dass alle das Boot erreichen. Kommen die Navy zu nah heran, steigt die Angst der Leute. Ist die Maximalstufe erreicht, seine Begleitmission fehlgeschlagen. Oh Gott. Begleitmissionen. Willst du mich eigentlich veräppeln? Geht mir aus dem Weg, ich muss euch beschützen. So. Vorsicht, Skarabäen. Ja. Ja, die sind alle kaputt. Bleibt hinter mir. Ja, komm. Also, wenn ein Dicker kommt, wird das lustig. Oh Gott, oder so einer. Der muss zuerst kaputt gehen, der nervt. Oh mein Gott, es sind doch nur ein paar Skarabäen. Macht euch nicht in die Hosen. Na, die Röcke. Siehst du, dass euch etwas passiert? Wie kann ich das mitnehmen? Geile Scheiße. So, ich bin bewaffnet. Bitte bring uns zum Boot. Ja, wir arbeiten ja dran. Na komm, da. Zack. Und okay, dann halt so. Ich sollte ihn eigentlich schneller besiegen, aber... Also, dass sich das kleine Mädchen in die Hose macht, ist okay, aber die anderen... Cat ist da. Skarabäen in Lehavina?
It's more likely than you think. Ja, ich weiß, der Meme ist jetzt vielleicht nicht so ganz geil. Wer hat vergessen dieses Boot eigentlich? Oh, ich habe Munition. Noch mehr Skarabäen. Okay. Scheiße, sind viele. Okay. Nochmal. Lalala. Ich sollte mich beeilen. Oh Gott, du bist immer noch nicht kaputt. Das war vielleicht nicht so gut. Ich komme! Nur nicht Angst kriegen! Guck mal, der ist gleich tot. Der auch. Ich schaff das nicht mehr lange. Oh mein Gott, es ist doch nur ein Dings. Meine Herren. Ich hab ihn besiegt. Wovor habt ihr Angst? Wenn ich das alles von Anfang an machen muss. Dann. Okay. Machen wir das nochmal. Na komm. Pfeffern wir euch ein paar Boxen ins Gesicht. Und den da auch noch kaputt boxen. Oh Gott. Dann halt so. Meine Herren. So eine Angst haben die. Mami! Was haben wir denn da? Wir haben so einen. Der ist schnell kaputt. So ein, der ist auch relativ schnell kaputt. Und so ein, komm. Ja, boah, es gibt nichts Schlimmes als Escort-Mission. Ugh. Timed Escort-Mission. Okay, ihr habt recht. Noch mehr Skarabäen. Ja, wo sind die denn? Ah, das sind die. Und nochmal. Den anderen kriegen wir auch noch schnell. Den anderen kriegen wir auch noch schnell. So, komm schon. Ja, solange sie keine Angst haben, ist es mir richtig egal. Achtung, hier sind Skarabäen. Ja, rennt mir bitte nicht in den großen. Vor denen habt ihr immer solche Angst. Obwohl sie gar nicht mal so schlimm sind. Sie sind nur ein bisschen größer als die anderen. So, komm. Ich meine, guck mal. Was kann der schon? Der kann rumstehen, ne? Das ist doch richtig gut. Ein bisschen Gesundheit. Keine Angst, schön zusammenbleiben. Wo wollt ihr jetzt hin? Okay. Mit ihrer Hilfe schaffen wir es vielleicht. Okay. Zuerst die Kleinen kaputt machen. Skarabäen! Ja, ja, bleib du schön dort. Und kaputt. Komm schon! Geh doch endlich kaputt, meine Herren! Wo? Komm schon. Geht doch. Na, ein bisschen Gesundheit. Nur brauche ich die gerade nicht. So, sind wir hier fertig. Kommt mit. So, wo sind die jetzt? Vor mir. Oh nein, das sind die nervigen. Ich schmeiß einfach eins davon. Ah. Ich liebe dieses Schmeiße-Ding. Das ist super. So, ich habe Munition um mich herum. Was mag das wohl bedeuten? Wir haben es geschafft, das Boot ist da drüben. Sie haben es was geschafft. Wo ist das Boot denn? Ah, dort. Ja, wir sind umzingelt. Lauf weg, ich lenke sie ab. Aber das ist Selbstmord. Ich stamme ursprünglich aus Silgona. Aber ich habe all diese Jahre ganz furchtbare Dinge für die Garnison getan.
Jetzt kann ich das wieder gut machen. Jeder kann sich ändern. Es ist Zeit, die Vergangenheit zu vergessen. Du musst dein Leben nicht wegwerfen. Ich erledige die Skarabäen. Allein? Verglichen mit dem, was auf der Bismalia passiert ist, ist das ein Klacks, stimmt's? Bring alle für mich in Sicherheit. Habe ich den Teil jetzt nicht mehr, den Angstteil? Natürlich habe ich den Angstteil immer noch. Nein, hört auf, die Leute zu bewerfen. Das ist nicht korrekt. Das macht man nicht. So. Ah, ich muss die Kleinen bewerfen. Die sind immer noch die Schlimmsten. Okay. So, vor allem die können ja ganz nah an die Leute ran und das finden die Leute ja so richtig, richtig schlecht, ne? Haben wir auch bemerkt, dass sie das nicht mögen. Na komm. Gut. Nehmt das. Und nehmt das hier. Was ist die jetzt? Nehmt den da. War das alle? Und das hier. Waren das jetzt alle? Das war der letzte von ihnen. Geht doch. Puh, alle haben es geschafft. Dank dir. Und dir, immerhin hast du das Boot hergebracht. Mein blaumaskierter Retter, ich habe hier etwas für dich. Und ich hoffe, dass du auch in Zukunft weiterhin hier in Havin auf uns aufpasst. Das kann ich nicht annehmen, Ma'am. Ich habe nur meine Pflicht getan. Okay, alle an Bord. Unglaublich, wirft gutes Geld einfach so weg. Glaub ja nicht. Nur weil du das Richtige tust, wird alles in Ordnung kommen. Moment! Wir müssen ihn aufhalten. Wer weiß, was für Ärger er sonst noch anzettelt. Schon gut. Wir haben ihn und den Rest der alten Wache beobachtet. Wir haben entdeckt, dass sie vorhaben, die Versammlung zu verhindern. Die alte Wache sind nur wenige und schlecht ausgerüstet. Die machen uns keinen Ärger. Und von jetzt an führen wir die Menschen nicht mehr mit Gewalt, sondern durch Überzeugung an. Klingt nach einem guten Plan. Mit Zwang kommt man nur bis zu einem gewissen Punkt. Diese Stadt verändert sich schnell. Ich hoffe, dass sie schon bald zu einem Ort wird, an dem alle glücklich sein können. Es gab zwar noch Probleme, doch die Menschen nahmen die Veränderung an und langsam, aber sicher, wandelte sich Jogger Parala zum Besseren. Yay! Schön! Das heißt, wir können noch die Hauptküste anfangen, auch wenn das jetzt nie gedauert hat. Oh, wir hatten sogar ein Level Up! Yay! Sehr schön. Ja, darf ich? Darf ich? Darf ich? Unsere Lebensleiste ist schön hoch. Das ist schön. Na, Hallöchen. Das nehme ich ja gerne mit. Oh, ich habe wieder so viel Geld. Das könnte... könnte ich damit was machen. Ich muss dem Drang widerstehen, aber es ist schwierig. So, dann wollen wir mal. Die Versammlung. Ich will jetzt keine Zeitung zustellen. Die haben jetzt wichtigere Dinge zu tun. Die Masse. Hier halten sie also die Versammlung ab. Oh, ist das hier voll. Hängt alle aus der Regierung und aus Salai Havina auf. Eins nach dem anderen. Wir werden den Reichtum, den sie angehäuft haben, neu verteilen. Ha, toller Plan. Nachdem ihr uns gehängt habt, wer soll dann die Steuer zahlen? Wir tragen viel schwerer als ihr. Warum sollten wir das aufgeben? Dass immer alles so harmonisch verlief, lag nur an den Stängen. Gott. Dass immer alles so harmonisch verlief, lag nur an der strengen Klassentrennung. Jeder hat seinen Platz. Ihr würdet uns ins Chaos stürzen. Hey, es ist eure Schuld, dass wir... Eine Einigung wird schwierig werden. Was Lisa wohl sagt. Oh Gott. Das ist ein Putsch. Das Hauptland entsendet in diesem Moment wahrscheinlich schon Verstärkung. Dort herrscht bereits der Fall. Dort kann man keine Truppen entbehren. Der Rat hat gelogen. Das Hauptland hat euch schon längst vergessen. Sie sind Lügnerin. Glauben Sie, wir werden uns das gefallen lassen? Das ist noch nicht alles. Händler haben uns berichtet, dass die Gegend um Jirga Parola zunehmend instabil wird. Was wissen Sie denn schon? Lauf, oder wie auch immer Sie sich nennen. Woher nehmen Sie das Recht, da oben zu stehen und auf uns herabzusehen? Mami, was passiert jetzt mit uns? Alles ist gut, Schatz. Papi und Mami werden dich beschützen. Die Masse.
Ja, die Leute aus Lelguna finden das zwar toll, aber die ganz oben, ne? Veränderte Positionen führen zu veränderten Perspektiven. Und wahre Veränderungen sind schwer. Ja. Was für die einen recht war, war für die anderen unrecht. Und ich hätte keine Ahnung, wie diese Kluft hier überwunden werden könnte. Auf der einen Seite stand Lisa, die alles für Jilga Parolau riskiert hatte. Auf der anderen standen die Bürger, die unter dem Rat reich geworden waren. Und der in seinem Bunker verschanzte Ältestenrat bereitete uns zusätzliche Probleme. Und wir waren nicht auf die Katastrophe vorbereitet, die uns traf. Langsam dachte sie, spüren, wie schwer es ist zu regieren. Ja, soll sie sich doch ruhig herausgeben, beim Versuch Anführerin zu spielen. Was versteht eine Minenarbeiterin davon, wer eine Stadt führt? Mädchen haben doch keine Ahnung, wie man mit echter Macht spielt. Ihnen fährt der Führungsgeist. Wir beschießen die Zwischendimension weiter, um den Eingang aufzuhalten. Wenn diese Wichtigtourin fertig ist, setzen wir unsere... Halt, was war das? Hilfe! Ein Monster greift Leia wieder an! Eine komplette Stadt ist gerade zum Leben erwacht und verwüstet unser Zuhause! Wir haben nicht genug Luftboote für eine Evakuierung, das mit Ithaca nichts tun! Lisa, entsetze die Flotte, wir müssen sie retten! Ich verstehe deinen Wunsch, ihnen zu helfen, aber wir müssen das sorgfältig abwägen. Lisa, wovon redest du? Wir haben keine Zeit für sowas! Ich kann Menschen, die unter Leia Wiener gelitten haben, nicht um ein solches Opfer bitten. Denke an das große Ganze, die Sicherheit von Jilga Parolau. Bitte, meine Frau und mein Kind sitzen in der Villa fest. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wen kümmert es, wer wem was angetan hat? Geschehen ist geschehen. Sie brauchen jetzt Hilfe. Wir gehen mit dir oder ohne dich. Komm, Raven. Sehen wir zuerst noch seine Familie in der Villa. Lisa, jetzt musst du Opfer bringen. Gut. Ja, wenn du nicht helfen willst, dann helfen wir. Und das kommt davon, wenn man mit Mächten spielt, die man nicht versteht. Kommt ein riesiges Stadtmonster und zerquetscht dich. Tja, RIP, Rat. Der Rat ist einfach weg. Ja, krass, ne? Stürzt einfach so eine Stadt runter. Joa, geil. Das ist die Stadt aus dem verbotenen Land. Ja, die hat's wohl nicht so geil gefunden, dass man sie beschießt. Neuhira Leon, es ist einfach zum Leben erwacht. Wir müssen die Nachzügler retten. Natürlich retten wir sie. Aber dafür wären Boote schon ganz schön praktisch. Weil wir können ja nur maximal so 3 Leute tragen. Und da gibt es sicher mehr als 3. Mindestens 4. So, da ist schon mal Raven. Au. Das ist die Villa des Mannes, aber wo ist seine Familie? Niemand zu Hause, aber da ist eine Notiz, das... Aber da ist eine Notiz, dass sie evakuiert wurden. Dann sind sie wohl sicher entkommen. Zurück! Ah! Was zum... Hi! Fliehe aus der vergessenen Stadt. Sie wird uns hineinziehen, wir müssen hier weiter weg. Ich würde gern dorthin fallen. Oh Gott! Ach du! Joa, es ist... das ist ziemlich... das ist ein großes schwarzes Loch. Das uns hineinziehen will. Und zerstören. Und so. Was machen wir denn dagegen? Also ich sehe Schwachpunkte. Wir müssen das doch irgendwie kaputtboxen können. Katzin? Was ist dieses Ding? Will dieses Ding die Insel fressen? Wir trennen uns und ich lenke es ab. Rette du die restlichen Leute.
Alles klar. Sei vorsichtig, Raven. Rette die Menschen. Ja, wo sind denn Menschen? Dankeschön. So, ich würde mal sagen... Rette du die Menschen. Es ist ja leicht gesagt. Aber wir werden die Menschen beim nächsten Mal retten, weil... Ich will jetzt nicht, dass noch eine lange Cutscene kommt. Das ist perfekter Moment für einen... Cliffhanger! Ja, ich hoffe mal, dass Lisa mit Verstärkung kommt und dass wir die alle auf dem Boot verfrachten können. Und ich nehme an, wir werden beim nächsten Mal das riesige Teil irgendwie bekämpfen. Yay! Wir werden in der Stadt bekämpfen, geil. Auf jeden Fall, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif. Ciao.